zu Ende. Gibt ja noch genug, was man hier erkunden kann. Und Übergänge vor allem. Okay, da kommen wir hier raus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier ist kein Übergang, okay. Dann können wir hier und hier schnell aufdecken und dann nach Norden gehen. Also hier ist ja nur ein Kanalarbeiter. Und hier ist nur eine Ratte, okay. So, hier haben wir die Möglichkeit, den Gang hier lang zu gehen. Hier gibt es sogar eine Treppe. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern, wie ihr wünscht. Hier ist mal wieder eine Schleuse. Lasst sie uns ordentlich verdrehen. Oh, Ockergallert. Ockergallert ist immun gegen Fernkampf, war aber ansonsten nicht so schlimm. So, das war's auch mit hier. Hier ist ja nicht so viel im Zentral, in der Zentralkanalisation. Mal gucken, wo kommen wir hier raus. Hier kommen wir gleich hier oben raus. Okay. Wie ihr wünscht. Ja, den Titanit haben wir halt immer noch nicht gefunden. Also entweder habe ich ihn übersehen oder er kommt noch. Große Spinne, hey. Tote Spinne. Große Spinne oder noch eine Riesenspinne? Aber stimmt, ich glaube, der Typ hatte was gesagt von... Oh, Phasenspinne. Und ohne Phasenspinne. Ihr habt Lass uns ordentlich verdecken. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Noch eine Phasenspinne. Wertsche. Bleibt sofort stehen, blasses Kind. Euer Fleisch ist ganz grün und lebendig und es bewegt sich. Was hat euch das angetan? Zur Seite und lasst mich durch. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe gehört, dass üble Dinge in dieser Kloakengruft gedeihen und dann habe ich dies mit eigenen Augen gesehen. Lasst mich von eurem Leid, lasst mich euer Leid beenden, was ihr auch sein mögt. Nehmen wir das Erste. Na, ihr habt einen Fehler gemacht. Einen Schecken mit einem Fluch verwechselt. Was ist denn schon dieses magere Fleisch angesichts einer so schönen, enormen Schönheit. Ach, ein Schecken meint ein Segen. Also er spricht immer S mit SCH aus, okay. Dies wurde mir von Schlummschaf zugefügt und ihr dürft glücklich schätzen, wenn ihr euch dasselbe Privileg gewährt. Okay, und da verschwindet der Typ. Oh, eine Badewanne.
Ach ja, und Schlumpschas andere Freunde noch. Und Schlumpscha selber. Und verschwindet. Okay, Geld und ein Ring. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Ja, ich werde wieder mich nur eine Leiche. Ja, toll. Und eigentlich sind wir damit auch schon hier durch. Ah ja, stimmt, den haben wir noch gar nicht geplündert, weil uns Schlumpscha davon abgehalten hat. Ist aber auch nur eine Leiche, okay. Und wenn ich hier reingucke... Haben wir zwar zwei Titanit dabei... Allerdings weiß ich nicht, ob das der Titanit von hier ist, den er sucht. Natürlich, Schätzchen. Also schnappe ich mir jetzt Safana und gehe nochmal alles ab. Sie kann ja am schnellsten vor Sachen wegrennen und so. Gold wächst, gefällt's mir. Wo wächst hier Gold, Kegane? Also ja, das sagt er nur, weil wir im Untergrund sind. Also er denkt, wir wären wie in einer Mine. Okay, du hattest keinen Titanit dabei, nur ein Granat. Eine ganze Meute düster Schrecken, okay. Kommt, nervt jemand anderes. Wie ihr wünscht. Okay, also in dem Bereich ist kein Titanit. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Nur ein paar Düsterschrecken, die jetzt nicht locker lassen wollen. Alles wegen des lieben Geldes. Sind wenigstens ein paar solide Erfahrungspunkte gewesen. Einer der Dinger führt wahrscheinlich wieder den Unterkeller, glaube ich. Jep. Nee, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das hier ist ein extra Ding. Oder? Hey, hier unten darf keiner rein. Zischt ab, bevor es was aus die Nuss gibt. Immer mit der Ruhe. Wir überprüfen hier ein paar Waren, die wir vom Eisenthron gekauft haben. In Ordnung, macht weiter. Ach, wir sind beim Eisenthron reingekommen. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Wir können jetzt den Eisenthron beklauen. Und sicher. Zwei Schutzformeln. Tränke. Wieder ein Gegengift zum Verkaufen. Sturmriesenstärke, Schöpferkraft und ein Isolationstrank und Kälte und Säureschutz.
Okay. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Wie ihr wünscht. Ach, und hier sind wir im Keller wieder angekommen. Ihr Wolf, nur zu fragen. Hallo, hallo, esst und trinkt und seid früh so viel wollt, aber bitte freundlicherweise nicht in meinem Büro. Wenn ihr Preise wie in der leuchtenden Laterne zu zahlen bereit seid, werdet ihr herzlich begrüßt. Wir sind hier aber im Unterkeller und da ist es etwas billiger, aber meine Gesellschaft ist es ganz sicher nicht. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Ich habe gehört, dass hier ziemlich zwielichtige Geschäfte abgewickelt werden. Heißt ja solches Verhalten gut? Kein Grund, hier den großen Macker raushängen zu lassen. Ich hatte nichts Böses in Sinne. Wir wollen nur gemeinsam mit dem werten Gastgeber einen trinken. Weiter nichts. So könnt ihr doch nicht mit den Gästen sprechen. Die nehmen das leicht krumm. Ich vielleicht auch. Nehmen wir mal die zwei. Ich trinke nie mit der Kundschaft. Unsere Beziehung bleibt absolut förmlich und jeder versucht, diese Beziehung auf eine andere Ebene zu bringen, erdet mit einem Kurzflug in Richtung Tür. Bei mir könnt ihr zwar sowas wie Freunde treffen, aber ich gehöre nicht dazu. Guten Tag noch. Also, Pimp Daddy mag uns nicht. Auch gut. Da bin ich gerade aber richtig verwirrt, wo ich hergekommen bin. Oh, da ist hier ein Übergang. Nee, hier war kein Übergang. Und hier gehen Treppen hoch und runter. Ach, da bin ich hergekommen. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ja. Wie ihr wünscht. Stand was in der Beschreibung? Nein, nur dass er einen Titaniten von hier unten will. Den ich leider noch nicht habe. Dann, Safana, lauf nochmal die Gänge lang. Hier unten sollte es, also in dem Ding sollte es, glaube ich, friedlicher sein als im letzten. Der hatte keinen Titanit dabei. Nein. Bleiben ja nur noch die Leichengruben hier. Da ist nur eine Ratte. Also ja, wir können hier jederzeit auf Schleim stoßen, aber das war es auch großteils. Hier sind auch nur Ratten und so. Okay. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Dann schnappen wir uns mal wieder die ganze Gruppe. Oh, wo geht's da raus? Also hier ist eine Leiter. Und hier ist auch eine Leiter. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiter. Ja, das ist eine Leiter gewesen. Okay. Wie ihr wünscht. Ja. Na gut, dann nehmen wir den Weg hier unten einfach. Lassen wir uns mal direkt die Details die ganze Zeit anzeigen. Das hilft vielleicht hier unten. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ah, das Gute ist, so sehen wir alles.
auf der Karte, wenn wir das anmachen. Hoffe ich einfach mal, dass wir so alles sehen. Aber ja, auch hier. Also ich sehe die Dinger hier, die ich bereits geplündert habe. Wo der Oger mit seinen Kerlen war.